Das CCCB veranstaltet regelmäßig Debatten und Konferenzen zu aktuellen Themen. An der Debatte zum Thema Reinventar la Democracia de Europa per una nova politica del interesse comune nahm auch der Professor für Politikwissenschaft Klaus Offe teil. Gemeinsam mit anderen Experten debattierte er über die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise auf die Demokratie und den europäischen Einigungsprozess. Im Interview verriet er, warum man eine Neudefinition der Demokratie diskutiert. Wir sehen ja, dass die Krisensituation aus der Sicht vieler Politiker die Demokratie verzichtbar macht. Nicht wahr? Es hat im Deutschen Bundestag den Vorschlag gegeben, den Finanzausschuss auf 9 Personen zu reduzieren, die auch telefonisch ihre Meinung abgeben können, weil die Finanzmärkte so schnell agieren, dass demokratische Verfahren, die zeitaufwendig sind, da nicht mitkommen. Und das ist abgelehnt worden vom Bundesverfassungsgericht. Aber was in Brüssel passiert, hinter verschlossenen Türen, und was auf europäischer Ebene bei diesen Eil- und Notstandssitzungen passiert, ist von einer demokratischen Öffentlichkeit weit entfernt. Und wie man damit umgehen kann, haben wir hier diskutiert. Große Teile der Bevölkerung sehen ihre Interessen in der europäischen Politik daher nicht mehr repräsentiert. Die daraus resultierende fehlende Identität äußert sich zum einen in den aktuellen Protestbewegungen und zum anderen in einer niedrigen Wahlbeteiligung. Klaus Offe sieht die Lösung des Identitätsproblems in der Stärkung des Europäischen Parlaments. Europa wäre dann sehr viel interessanter für politische Beteiligung, wenn das Europäische Parlament eine stärkere Rolle spielen würde im Vergleich zur Kommission und zum Ministerrat. Und man kann nur hoffen, dass entsprechende Verfassungsneuerungen auf den Weg kommen, die das Europäische Parlament stärken. Wenn das Parlament als eine Institution angesehen wird, mit der man etwas bewirken kann, dann wäre die Beteiligung an den Wahlen und das Interesse an den Verhandlungen im Europäischen Parlament auch größer. Doch die aktuellen Protestbewegungen kritisieren nicht nur die Politik bzw. Verfahren der Europäischen Union, sondern auch das Finanzsystem und dessen erpresserische Wirkung auf die demokratische Politik. Der Professor für Politikwissenschaften erklärt das Dilemma, dem die Politik gegenübersteht, wie folgt. Wir sind nicht mehr in der Situation, dass wir den Staat aus Steuern alleine finanzieren können, sondern der Staat wird aus Krediten finanziert. Diese Kredite kosten Schulden, diese Schulden steigen nach Gutdünken, wie man gerade in Spanien weiß, nach Gutdünken der Ratingagenturen. Und das politische Leben wird programmiert durch die Geschehnisse auf dem Finanzmarkt. Wir brauchen eine Strategie, die nicht nur auf Sparen, sondern auf Wachstum und Arbeitsplätze gerichtet ist. Ein Auseinanderfallen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion oder sogar der Europäischen Union insgesamt würde, da ist sich Offe sicher, großen politischen und wirtschaftlichen Schaden anrichten. Der Weg aus der Krise kann daher nur heißen: mehr Europa, mehr Integration.